Hallöchen, YouTube, wir sind hier wieder bei Let's Play Tekkit und ich würde mal sagen, jetzt haben wir ja dieses, was auch immer es darstellen soll, unten in unserem Keller, dieses Monstrum. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, mal wieder. Ich würde einfach mal sagen, wir fahren jetzt mal zum Quarry rüber, weil ich meine, warum nicht? Habe ich eigentlich, mir kommt irgendwie vor, ich habe... Mir kommt irgendwie vor, ich habe hier irgendwie... Habe ich da was umgestellt? Mir kommt irgendwie der Sound von meinem Hauptcomputer ein bisschen leise vor. Ich weiß aber nicht warum. Die Verkabelung sollte alles passen. Splitter und Y-Kabel sind schon gut. Gibt's, glaube ich, sogar ein Tekkit hier eins. Ach, ich bin vorbei. Hui, nach oben kommt man ja ziemlich schnell, ne? So. Erstmal hier rein. Guckst du? Hallo? Da merkst du mich gar nicht. Hallo? Hallo, ich bin... Hallo? Bist du... Passiv, okay. Man soll ja hier keinen diskriminieren. Die haben ja auch Gefühle nicht, okay, ja, das wäre jetzt übertrieben, ein bisschen. Ich wollte jetzt eigentlich hier ganz friedlich, könntest du mich lassen? Ich möchte hier nur ganz friedlich, danke, sehr freundlich von dir. Weil, wenn wir schon dabei sind, yay. Ich glaube, er arbeitet ja vielleicht wieder, wenn wir Glück haben. Ja, er arbeitet. Nur mal so zur Info. Letztens, als ich nachgeschaut habe, dass der Server ist in der Zwischenzeit ungefähr... könnte man sagen, 5 Stunden... 5, 6, vielleicht sogar 7 Stunden gelaufen, war der schon auf Höhe 43. Als ich nachgeschaut habe. Obwohl, vielleicht 7 Stunden, nee, nicht. 5, vielleicht 6 Stunden. 6 Stunden, wenn es hochkommt. 5, 6 Stunden, ja. Und er hat jetzt hier so ein kleines Fuzzi-Ding. Nicht mal die Hälfte hat er von einem Layer wegbekommen. Also irgendwas buggt hier ordentlich rum, weil der müsste eigentlich schon längst durch sein. Der Quarry, der lädt ja, wie auch schon da stand, selber die Chunks. Soll er zumindest. Ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwie da ein Problem. Aber... OP ist ja Buildcraft. Hier geht alles ganz gut voran, jo. Jo, jo. Werden die auch hier auf die Entfernung aggressiv? Sieht so aus, ja? Ah, Gott, Gott. Seid nicht so gemein zu mir. Okay, jetzt haben wir das. Wozu ich eigentlich hier bin? Das... Nein! Das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt habe ich hier nur so eine hässliche Lücke. Könnt ihr eigentlich wirklich nicht mich hier in Ruhe lassen, irgendwie so? Na! Ah! Nee, anscheinend nicht. Ich liege im Mistviecher. Also ich bin mittlerweile Creeperphob. Da fehlen mir einfach die Worte. Da habe ich nichts mehr dazu zu sagen. Das ist... Pack mir hier irgendwas rein, Cobblestone.
Ich möchte es aber eigentlich mit Sand auffüllen. Okay, ich werde irgendwann mal Sand mitnehmen. Obwohl, nee, das kann ich auch einfach hier reinpacken. Ist egal. Wozu ich hier bin, ich stelle mich jetzt einfach hier oben nach. Also hier oben nach rauf. Ich stelle mich hier oben nach rauf. Ich wollte ein bisschen programmieren einfach mal wieder. Können wir ja auch mal machen. Ich glaube, den Quellcode von der Treppe, den kennt ihr schon, ne? Ist nichts Besonderes. Einfach so. Und ich möchte das einfach mal ein bisschen besser machen. Shell run. Clear. Machen wir auch hier vorne. Es muss sein. Eigentlich nicht, aber. Ich glaube, das ist jedem klar. Einfach nur, damit es ein bisschen schöner aussieht. Hier. Jo. Print. Also oben oder unten. Könnte ich eigentlich auch machen. Das ist. Nee, ich mach's nur nach oben jetzt erstmal. Das mache ich sonst einfach mal offscreen. Das ist nach unten. Mir fällt es jetzt irgendwie gerade während Aufnehmen schwerer, so eine Frage zu formulieren. Zum Beispiel. Links, rechts, beides, keines oder so. Und. Als. Ne? Als dann hier das zu programmieren. Und ich habe die Folge ja schon mal wieder überhaupt nicht weiterbekommen hier. Ich schau mich vielleicht so ein bisschen hin. Seht ein bisschen mehr vom Query. Oh, ich bin so nett. So, Print. Hallo? Also. Bisschen eine blöde Tastenbelegung eventuell. Hier Ü, Tab, was war denn das für ein. Habe ich das wirklich auf Ü? Discharge. Ja. Habe ich wirklich hier. Open Sensornet, du kommst jetzt auf. Keine Ahnung. Hier so? Achso, nee, das ist. Chat. Sollte es eigentlich sein. Hier? Ja? Ich finde das so lästig, dass ich das auch beim Umstellen dann aufmache. Es. Ah. Dann machen wir hier halt auf. Keine Ahnung, Pause. So. Jetzt auf einmal nicht mehr auf. Also ich raff's nicht. Aber gut. Machen wir einfach mal weiter. Ich wünsche eine Richtungsangabe. Meister, muss natürlich dabei sein. Muss dabei sein. Ich. Mach mal kein Ü. Das packt irgendwie schlecht. Ich erbitte. Also entfernen gibt es ja auch nicht, natürlich. R ist gleich read. Jo. Turtle ab. Das machen wir dann zum Schluss. So, ich möchte hier erstmal forward. Ich mach das zuerst. Nee. Und ab, so. Hier machen wir das. Ich bin jetzt noch von einer neueren Version gewohnt, dass wir da dann einfach das mit dem Einrücken schon automatisch macht. So, wie machen wir das? Wie macht man eigentlich eine Ausdruck wie oder so hier? Ich weiß gerade nicht. Probieren wir einfach mal aus. If. Klammer war hier. Ne, genau, steht hier.
Ach, ich habe ja auch eine Maus. Stimmt. R ist gleich L. Bitte sag mir, dass es mit R funktioniert. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit hier damit ich das Zeichen einfach hinbekomme. Mach mal einfach bitte so. Oh, R ist gleich links. Oh, R ist gleich beides. Denn Turtle Turn Left. Turtle Place. Und Turtle Turn Right. End. If R ist gleich R. Oh, R ist gleich rechts. Also mit Case Sensitive und so fange ich jetzt gar nicht mehr an, weil ich tippe einfach alles kleinfällig. Ist beides so. Then Turtle Turn Right eigentlich ist simpel. Geht fast nicht einfacher. Place Turtle Turn Left. Wer jetzt nicht weiß, was das alles macht, dann der wird es dann gleich sehen, falls es funktioniert. Wahrscheinlich funktioniert es genau gar nicht. Es ist keine Maus da, das ist schön. Machen wir einfach hier. Nip, hier ist gar nichts mehr drin. Okay. Dann hätte ich bitte gerne einmal, also, ach ja, in der Zwischenzeit habe ich auch hier so ein paar Sachen aufgefüllt, inklusive Helm, aber ich glaube, das stört keinen, ne. Wäre mir sowieso egal. So, gut, Treppe. Oder zwei, soll auch heißen. Mal L. Ach! Ja! Nee! Nee! Hä? Das war, glaube ich, sonst nie so. Go back to. Go down to. Ich musste ja sonst noch was umschreiben zusätzlich. Ich nehme den mal vorsichtshalber wieder nach oben mit. Wenn wir mal hier unsere Ruhe haben und alles. Gleich ist wieder schön der. Query. Ich wollte gerade sagen, der Turtle. So, das müssen wir natürlich auch noch umschreiben. So, das. Club Place Down, das brauchen wir natürlich jetzt nicht mehr. Wenn wir das jetzt anders machen. Und der Code ist nicht unbedingt viel länger geworden. Alles was? Ach so, Sort wollte ich noch reinpacken. Nee, nicht Sort, das war woanders. Slot. Shell run. Der Genauigkeit halber, warum es hier auch nochmal rein ist, zwar hier nicht so von Belang, aber einfach damit. Es wäre halt dann neben dem Turtle ein Loch. Eventuell, falls es
hier dazwischen dann nochmal. Beziehungsweise auch dann drunter. Wäre dann halt ein Loch, aber das ist... Slot. Safe. So. Jetzt auf einmal braucht er so lange. Was soll das? Sah für mich gerade nach einem Ender Creeper aus. Das ist gruselig. Zwei. Beides, also. Da mache ich dann, glaube ich, auch noch ein B rein. Edit. Treppe. Aber anscheinend funktioniert es mit dem Ohr ausgeschrieben. Das finde ich gut, weil. Mit den zwei geraden Strichen. Ich weiß, mir fällt gerade der Name davon gar nicht ein. Bei dem große kleine Zeichen. Das ist hier ziemlich mühselig. In Computercraft. Und da habe ich ganz ehrlich null Bock. Also das. Ne. So, jetzt kannst du nochmal Treppe hier. Jetzt sind wir schon wieder über der Zeit eigentlich. Das möchte ich bitte noch gerne machen. B. Gut, Slot funktioniert. Wenn wir jetzt 1 reinpacken, packen wir das hin. Nochmal 1 hinpacken. Packen wir das hin. Perfekt. Alles nach Plan gelaufen. Kann ja gar nicht besser gehen eigentlich, außer dass hier vielleicht die Endermänner das selber zu bauen. Für die Creeper. Die ja hier nur Scheiße fabrizieren. Ach komm, ich pack das einfach hier rein. Ja gut, dann wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Thack It, und hier fallen wir einfach mal durch. Weil es einfach so irre lustig ist und alles. Und ich ehrlich gesagt einfach mal hier schauen wollte. Hier passt es ja wieder. Ich meine, Anzeigefehler, über die rege ich mich mittlerweile gar nicht mehr auf. Das wäre... Naja, dann hätte ich... ich könnte auf jeden Fall doch ein bisschen Zeit damit füllen. Aber es ist eben nicht Sinn der Sache und von daher lasse ich es einfach mal. Und, yo. Yo, man. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Wenn es wieder heißt, Let's Play Thack It, wie gesagt. Und, bis dahin.